Wir beschäftigen uns mit der Frage, wie sich das individuelle Mobilitätsverhalten durch Corona verändert und wie dann die verschiedenen Städte darauf reagieren. Was wir sehen in unserer Forschung zu Klima und Corona, ist, dass Corona auch eine große Chance sein kann, die Mobilität der Menschen klimafreundlicher zu gestalten. Denn man sieht zum Beispiel, dass der Radverkehr in großen Städten wie Berlin stark zugenommen hat in der Corona-Zeit. Und wir sehen also, die Menschen wollen sich eigentlich aktiv und auch klimafreundlich bewegen. Man braucht dafür aber die sichere Infrastruktur. Und deswegen hat zum Beispiel Berlin Pop-up-Radwege eingerichtet. Und das ist aus meiner Sicht auch eine sehr gute Maßnahme, denn dadurch ist es möglich, den Corona-Abstand einzuhalten, auch auf dem Radweg. Und gleichzeitig fördert man natürlich auch den Umstieg vom ÖPNV zum Beispiel auf das Fahrrad. Corona hat uns gezeigt, dass es manchmal notwendig ist, kurzfristig auch sehr strenge Maßnahmen zu verabschieden, um damit ein höheres Gut zu retten. In dem Fall ging es um menschliche Gesundheit und um das Leben von Menschen. Und das ist eigentlich sehr ähnlich zum Klima, denn auch beim Klima geht es langfristig darum, die Gesundheit des Planeten und damit auch die Gesundheit der Menschen und das Leben der Menschen zu retten. Und ich hoffe, dass wir jetzt in diesem Sinne auch was Positives aus Corona lernen können, nämlich dass es manchmal Mut zu großen Veränderungen braucht. Ich wünsche mir von der Politik für den kommenden Herbst und Winter, dass sie weiter darin voranschreitet, Städte aktiv zu unterstützen, den Umbau zu sicherer und klimafreundlicher Infrastruktur im Verkehr zu bewältigen. Das heißt also, mehr Platz zu schaffen fürs Zu-Fuß-Gehen, fürs sichere Radfahren und den Autoverkehr aus den Städten ein Stück weit zurückzudrängen. Es geht gar nicht darum, das Autofahren komplett zu verbieten, aber im Moment nimmt das klimaschädliche Autofahren und das Parken von Autos einfach zu viel Raum weg. Und da hoffe ich, dass auch die Bundespolitik sich unterstützend zeigt für die Städte, die ja nun mit diesen Herausforderungen konfrontiert sind.